Maus, kleine Maus. Mach dich nackig. Das kennst du, oder was? Ja. Da wirst du bestimmt noch so rumlaufen, ja. Nee, das passt eher zu dir. Ach, jetzt. So, gerade aus dem E-Tron raus. Jetzt machen wir noch das nächste Video. Jawohl. Herzlich willkommen dazu. Geil. Da sind wir. Da sind wir. Wir machen heute ein relativ langweiliges Video. Na, was heißt langweilig? Nein, langweilig ist es nicht. Mal eine kleine Übersicht auch zur Jahresplanung von uns, von einem Projektautos. Genau. Wir haben ja vor kurzem mal schnell wieder so ein Frage-Antwort-Ding gemacht, wo wir gesagt haben, wir werden ein paar Fragen jetzt im Video beantworten. Und da kam, also wir hauen jetzt mal ein paar Fragen raus, nee, ein paar Antworten raus zu einigen Fragen. Und zwischendurch sprechen wir noch über ein paar Projekte vielleicht. Ja, okay, natürlich sprechen wir über ein paar Projekte, wir können noch mal ein bisschen durch den Laden laufen, was wir vorhaben. Ich kann es euch mal auf dem Rechner zeigen, was wir vorhaben. Wir können jetzt eigentlich schon Nägel mit Köpfen machen, was eigentlich passiert, weil der Überraschungsmoment ist ja eigentlich schon durch, den wir letztens gemacht haben. Vom Ferrari. Zum Beispiel. Ja. Dann fangen wir erstmal mit der ersten Frage an. Was kann man noch beim Arteon R erwarten? Ich weiß jetzt nicht, welcher Zustand momentan bekannt ist. Wir haben ja noch nicht wieder viel gepostet gehabt. Wir können ja den aktuellen Zustand... Der aktuelle Zustand, du kannst ja mal ein Bild mit reinmachen, ja, genau, wenn du noch eins findest. Jetzt natürlich auf Winterrädern, weil das Auto wird ja gerade aktuell gefahren. Ja, wir haben jetzt noch foliert. Mit ein bisschen Design und so weiter und so fort, aber so in unserem Stil. Aber aktuell wird da jetzt eigentlich erstmal nicht viel passieren. Ich weiß nicht, ob wir nochmal das Thema Leistung in Kauf nehmen. Wir werden vielleicht noch was mit der Abgasanlage machen. Mhm. Also wir werden definitiv noch eine Abgasanlage machen. Aber aktuell ist dann da nicht viel geplant, weil das Auto haben wir dann auch nur noch ein Jahr. So, die nächste Frage. Was war euer teuerstes Auto, wo ihr Tuning machen durftet? Ich kann mir schon vorstellen, wo die Frage herkommt. Ja. Sagen wir klipp und klar, wir hatten hier einen... LaFerrari. Ein guter Freund mittlerweile hat sich das Auto damals geholt sozusagen. Das Ding kostet auch wirklich viel Geld. Das war mehrfach im Millionenbereich, muss man einfach sagen. Und da war ich gerade in Las Vegas gewesen auf der SEMA und da haben wir damals bei Pfosten ein paar Bierchen getrunken gehabt. Und da kamen wir irgendwie auf die Idee, weil kurz danach ist ja die Essener Motorshow, warum stellen wir nicht den LaFerrari auf die Messe und lassen dann noch schnell ein paar Räder bauen. Ja, war wirklich so gewesen. Und da haben wir immer so WhatsApp oder hier telefoniert oder irgendwie was hier über das Internet und überhaupt, hast du Bock drauf? Na klar, und dann kam das zustande und dann hat man halt hier den LaFerrari gehabt. Das war jetzt erstmal das teuerste Fahrzeug, was wir da haben. Hatten, ja. Ja, genau. Okay. Erstmal ein Kaffee. Was? Was haben wir denn eigentlich mit dem Ferrari vor? Weil kaputt ist er ja jetzt. Also muss er ja irgendwie repariert werden. Also pass auf, wir können jetzt zum Thema kommen und die Jungs sind brandkann. Ja. Da schützt was. Nee, das war von der Weihnachtsfeier gewesen. Ja, Ferrari Testarossa. Wir werden es dazu nicht nochmal richtig wirklich rechtfertigen. Ich werde auch dazu nochmal ein paar Worte sagen. Was willst du jetzt machen? Was willst du jetzt denn mit der Säge? Nee, das Ding auch schneiden. Hä? Willst du das wirklich auch schneiden? Das war kein Spaß. Kannst du nicht. Kack Testarossa nicht aufschneiden. Das ist ein Auto. Es waren bis jetzt nichts Negatives. Nee, muss auch jeder selber wissen. Tuning ist ja dafür da, dass jeder irgendwie was geil findet. Der Testarossa wird zerschnitten. Könnte man sich jetzt schon fast denken. Wir machen einen Breitbau aus dem Auto draus. Wir werden mit Liberty zusammenbauen. Bis jetzt gibt es einen weltweit, der gebaut wurde. Und der Testarossa ist auch nicht mein Fahrzeug. Das ist ein Kundenfahrzeug. Der findet das auch geil. Und er hat auch selber dann gesagt, wenn ich die Autos sammeln würde, ja, dann würde ich die original irgendwo hinstellen. Aber ich will die nicht. Also ich finde es so gut, wie es jetzt ist. Ja. Das soll euch jeder selber entscheiden. Wenn du Sammler bist, dann kannst du ins Museum gehen. Genau. Ja? Aber wir sind ja, wir machen ja Tuning, wir wollen ja nochmal eine draufsetzen, ob das jetzt so geil ist oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde das cool. Ne? Aber im Endeffekt, wir brauchen uns nicht rechtfertigen. Nein, wir haben einige geschrieben, da haben sie auch recht. Na, machen wir auch nicht. Und ich denke mal, es wird trotzdem poltern. Wir lassen gerade die Räder bauen, wir warten gerade auf das Bodykit von dem Fahrzeug und das wird eine Ansage zum Tanz. Mhm. Dann können wir gleich mal zur nächsten Frage kommen. Wie kam es zur Gründung eurer Bude, MFG? Da hat man, glaube ich, mehrfach die Frage gehabt, ne? Wie kam es zur Gründung dieser Bude? Also wir werden auf jeden Fall nochmal ein Video machen. Also wie so ein Firmenvideo hätte ich mal. Wir machen mal auf jeden Fall ein Firmenvideo, weil das ist lange zu erzählen. Da kann ich auch mal ein bisschen ausholen, wie ich da früher angefangen habe. Weil es ist ja so, dass ich ja irgendwie schon 98 mit meiner Ausbildung in die Tuning-Geschichte reingerutscht bin. Und eigentlich dann dabei geblieben bin. Irgendwann war es einfach so gewesen, um das kurz abzuschließen. Ich hatte irgendwann auch mal eine Zeit lang die Schnauze voll von Autos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja kein Hallenser, muss man auch dazu sagen. Und hatte dann mal kurz so einen Cut gelegt gehabt und brauchte so einen Tapetenwechsel, hatte aber nebenbei noch Autos gehabt, hatte dann hier eine Freundin aus der Nähe von Halle, bin dann immer hierher gefahren und brauchte aber eine Halle, wo ich meine Autos unterstelle. Ja, stimmt, du kommst ja ursprünglich aus Nordhausen. Nordhausen, die Ecke Sangerhausen, Nordhausen. Ja, und das ist ja jetzt schon ein
Stückchen weg. Also 100 Kilometer knapp, ne? Hab da immer für andere Firmen, wie gesagt, gearbeitet. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr so auf Autos, weil es mich genervt hat. Hab da eine Veranstaltung gemacht, ja, mehrere Sachen. Und nebenbei halt immer so ein bisschen selber noch Autos fertig gemacht. Und dann brauchte ich irgendwann Platz für Autos, wo ich hierher gezogen bin, weil ich nicht immer so viel Strecke fahren wollte. Dadurch, dass ich aber schon seit Jahren in dieser Branche bin, kannte ich natürlich auch einiges an Leuten. Und viele haben immer gefragt, wo bist du jetzt? Was machst du jetzt? Ja, ich kann mal für dich das Auto machen. Ja, ich kann mal. Und auf einmal war dann wieder die Euphorie da, weil vielleicht auch, weil du es für dich selber gemacht hast. Und dementsprechend habe ich dann, ist es dann so geworden, wie es ist. Aber wir haben ganz, oder ich habe ganz, 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 ganz klein angefangen. Ne? Ich weiß noch, ich hatte damals noch ein Auto notverkauft, damit ich mir eine Hebebühne kaufen konnte. Das hast du ja mal gesagt. Ja, da waren wir nur ganz hinten gewesen. Also da war an nichts zu denken. Und dass das so entwickelt, wusste ja auch keiner. Ja? Also da machen wir mal ein direktes Video. Dann, genau. Und dann kann man das noch besser beantworten. Okay. Oh. Oh, mit. So mit Uhr. Erzähl mal, weiter geht's. So, also ich denke mal, ich wäre nicht der Einzige, der es geil finden würde, wenn ihr euch einen R34 oder eine Supra MK4, was glaube ich, zulegen würdet. Also ein geiler. Da wärst du mit Sicherheit nicht der Einzige, weil mein Junge, der ist jetzt 15, da geht mir die ganze Zeit. Der sagt auch immer die ganze Zeit, Supra. Echt, ja? Ja, ja. Chiron, da steht er auch drauf. Geil. Supra oder Nissan. Steht außer Frage. Ich finde die Autos gut. Ich bin nicht der Fan davon. Bist du verblödet oder bist du verblödet? Sowas mal zu bauen würde ich machen, wenn ich einfach keine anderen Projekte im Kopf hätte. Also geil ist es, aber es gibt halt auch schon echt viele Autos. Und da kannst du auch viel, viel Geld versenken. Ja, wenn wir sowas machen, dann würde ich es gerne auf Leistung haben wollen. Ich würde da richtig durchdrehen wollen. Ja, und wir müssen aber immer unseren täglichen Markt eben halt auch bedienen. Wir werden viel in ältere Projekte dieses Jahr reingehen, das steht außer Frage. Ja, haben wir ja letztes Jahr schon angefangen eigentlich. Haben wir schon angefangen, wird dieses Jahr weitergehen. Vielleicht machen wir sowas mal. Ich habe schon ein paar Mal so ein bisschen da geliebäugelt mit so einer Geschichte. Aber dieses Jahr, denke ich mal, ist erstmal alles so weit ausgeplant. Obwohl, du weißt ja selber, wenn ich einen Fotzenkopf kriege, mal schnell, ja, ja. Dann kann sich das auch sofort wieder ändern. Ne? Aber apropos ausgeplant, was haben wir denn so geplant für Autos? War auch eine Frage, oder? Nee. Wir können wir einfach mal so jetzt mal. Was haben wir geplant? Also, wir werden dieses Jahr wieder so ein bisschen back to the roots gehen. Das heißt quasi, da darf das machen, wofür wir eigentlich bekannt sind. Wir werden im Pickup-Bereich wieder einiges machen, weil da bin ich einfach ehrlich, der Pickup-Bereich ist eine Sache. Erstens verdient man da Geld damit, weil viele Kunden sich gerade so eine Autos holen. Zweitens habe ich eine tierische Fehlwehr für. Ja, das stimmt. Wir werden da eventuell was ganz Krasses machen, aber das möchte ich noch nicht sagen. Ach so, was du mir letztens gezeigt hast. Ja. Das möchte ich auch noch nicht sagen, bevor ich die Teile nicht da habe, aber da ist was in Planung. Wir werden den Ferrari aufhauen. Wir werden die Supra fertigstellen mit dem Liberty Walk. Also wir machen echt viele breite Geschichten. Ein S5 haben wir noch aktuell. Wir haben noch einen S5, den wir noch breit machen. Ein Scirocco haben wir noch. Wir haben noch einen Scirocco, der gerade in Arbeit ist. Dann haben wir den R8, den wir noch fertigstellen müssen. Und ich selber bin jetzt ehrlich, ich liebäugle gerade mit einer Corvette C8. Die aber eigentlich dann nicht so bleiben soll. Ob man das durchziehen noch nicht, weiß ich noch nicht. Aber damit liebäugle ich gerade. Und ich würde gerne für mich wieder einen Charger Widebody holen. Also das ist ja mein Auto. Das habe ich Euphorie pur. Hellcat, genau. Charger, SRT Hellcat als Widebody, bisschen runtergenommen. Das wäre so ein bisschen das Fahrzeug, wo ich drauf stehe. Nee, aber das ist so geplant. Und dann natürlich viele ganz normale Projekte. Also wir haben noch ein Mercedes SEC stehen. Wir haben noch den Rallye Golf, den wir fertig machen müssen. Wir haben zwei Porsche stehen, die fertig gemacht werden müssen. Wir haben den grünen Challenger noch, den wir fertig machen müssen. Den 73er. Also eigentlich viel zu viel, das wäre eigentlich gar nicht schaffbar. Wir müssten uns mit einigen von unseren Autos noch befassen und natürlich dann aber auch noch Kundenprojekte machen. Aber dieses Jahr wird es wieder krass und da habe ich auch richtig Bock drauf. Haben wir gleich eine passende Frage dafür. Sucht ihr noch Mitarbeiter mit viel Spaß an der Arbeit? Ja, also prinzipiell ist es ja so, dass wir nie keine Mitarbeiter suchen. Und ich finde es auch immer schön, wir kriegen viele Anfragen auf sowas. Und aktuell sind wir vom Team her super aufgestellt. Wenn man jetzt mal überlegt, dass es eigentlich nie so werden sollte, wie es jetzt ist. Und irgendwo muss ich jetzt auch mal die Notbremse ziehen und sagen, jetzt reicht es auch mal mit erweitern. Wir haben ja immer systematisch aufgebaut. Damals habe ich gesagt, wir sind zu zweit, zu dritt, sind das reicht vollkommen aus. Jetzt sind wir zu elft. Ich will jetzt nicht sagen nein. Ich will jetzt auch nicht sagen ja. Jetzt machen wir noch die andere Halle fertig gerade aktuell. Aber irgendwo wollte ich jetzt mal einen Cut legen, weil ich glaube, das reicht jetzt eigentlich, wie es ist. Wir könnten natürlich vom Arbeitspensum her, könnten wir natürlich auf jeden Fall noch viel, viel mehr gebrauchen. Aber du hast dann irgendwann keine Kontrolle mehr und du willst auch die Projekte noch irgendwo ein bisschen leiten und es soll auch immer ein bisschen exklusiv bleiben. Deswegen denke ich mal, reicht es jetzt auch erstmal aus, vorläufig. Absolutes Traumauto, wenn Geld keine Rolle spielt. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Also wirklich, Geld scheißegal. Wenn Geld jetzt scheißegal ist bei mir, mein absolutes Traumauto, das war jetzt halt nicht ein Auto. Okay. Also hast du kein spezielles Auto, wo du jetzt unbedingt sagst, also wenn ich jetzt wirklich Milliardär wäre, ich will unbedingt das Auto haben. Okay. Also ihr könnt jetzt nicht von mir erwarten, dass jetzt kommt hier Ferrari oder Lambo oder irgendwas, bin ich komplett raus.
Nichtsdestotrotz, also ich wäre jetzt schon so, dass ich sage, ich würde mir jetzt das neue Raptor-Modell holen, wenn es geht natürlich als Shelby oder irgendwas, wenn sowas dann rauskommt oder da herauskommen soll, das ist meins, ich bin Pickup-Fahrer durch und durch. Charger Hellcat, Challenger Hellcat, sowas ist meins, absolut, das reicht mir auch vollkommen aus. Mhm. Du würdest mich jetzt nicht mit einem Sportwagen kriegen oder würdest du mich auch nicht abholen? Also eigentlich sowas? In dem Sinne ist ja egal, weil ich sag mal, die Autos sind ja auch jetzt in Anführungszeichen so erreichbar. Ja. Also wie gesagt, es geht mir jetzt nicht um Geld, keine Rolle. Also eigentlich hast du deine Traumautos schon fast erfüllt, außer in dem alten Bereich. Ich habe eigentlich meine Traumautos, es wird immer irgendwas geben, wo ich davor stehe, wo ich sage, Alter, das ist geil, wie jetzt hier zum Beispiel. Ich sage, das ist geil, das ist ein wunderschönes Auto. Ich finde das total schön, ich finde das total toll. Ich würde es mir jetzt selber nicht zulegen. Mhm. Ich bin da nicht, das ist nicht meins. Fahren und sowas, alles gut, aber nee. Ich bin ja so mehr so, ich würde in diese Oldschool-Richtung gehen, habe da so ein paar Modelle, die ich mir machen würde. Die würden auch alle gepimpt werden, also ich würde die auch aufschneiden, zerreißen, machen, tun. Ich würde mir auch so ein Testarossa hinstellen als Breitbau. Aber eigentliches Traumauto habe ich da in der Form nicht. Und wenn, dann würde es in die Oldschool-Richtung gehen. Und damit bin ich totglücklich. Ja. Okay, respektiere ich. Gut, danke schön. Ja. Ist nicht meins, ist von. Das ist aber auch. Ist von Bekannten. Der Reifen hier hinten schon. Mega geil, oder? Also wirklich richtig brutal. Wahnsinn. Gut, weiter geht's. Weiter geht's. Habt ihr schon mal einen PKW mit NOS, also Lachgas, wie in Fast and the Furious ausgestattet? Ja, haben wir. Ja, haben wir gemacht. Das werden wir aber dann, denke ich, nochmal ins nächste Video mit einbauen. Oder wenn es um die Geschichte geht. Oder wenn es um die Geschichte geht. Mein Audi damals, wir waren auch die Ersten, die das bekommen haben. Das habe ich damals zum Silvio Strauch, zum Trackstar-Fahrer bekommen, nach dem Film Fast and the Furious. Okay. Das ging auch eine Weile gut, aber da haben wir echt schräge Erlebnisse gehabt. Auf jeden Fall war es dann so, dass es auch mal die Motorhaube geflogen ist. Also hier ist noch eine Frage. Die erste Frage haben wir schon beantwortet. Wie groß ist euer Team? Was darunter noch interessant ist, wird Zeit für ein Teamvideo? Also ich nehme mal eben davon aus, dass der Kollege die ganzen Leute... Die Leute, klar, da müssen die natürlich... Manche wollen das nicht, denke ich mal. Da müssen wir mal schauen, ob das was wird. Ja. Das was wird. Okay. Kann man bei euch Tuning-Teile kaufen? Theoretischerweise kann man bei uns alles kaufen. Genau, wir bestellen auch Tuning-Teile, wenn es sinnvolle Teile sind. Wir haben selber keinen Online-Shop, weil wir sind eigentlich dafür gestrickt, wir hätten die Kunden gar nicht, dass wir die Autos bauen. Das ist eigentlich so das Szenario. Also diesen direkten Teilehandel, ja, man kann hier ein paar Räder kaufen, man kann ein Fahrwerk kaufen, man kann sich auch selber reinstricken. Aber eigentlich wollen wir schon die ganzen Konzepte selber machen. Okay. Kann ich schon mal Bonbon auflutschen? Ja, kannst du machen. Wir sind noch im Video, haben es kurzzeitig abgebrochen. Es ist jetzt schon wieder später geworden. Mhm. Also wir sind auch nicht mehr am gleichen Tag. Wir sind nicht mehr am gleichen Tag. Ich kann dir ja mal eine Frage stellen, du machst dir kurz Gedanken dazu. Was wird sich in Zukunft durchsetzen, Elektromotor oder ein Verbrennungsmotor? Also ich bin, muss ich jetzt zu meiner Schande hier stehen, ich finde es krass, was man mit Elektro so machen kann. Ich weiß auch, dass ganz, ganz viele Leute jetzt, nicht im Tuning-Bereich, Pflege, normale Fahrzeuge schon mittlerweile mit Elektro unterwegs sind. Post? Die Post, Pflegedienste, weiß der Geier was. Ich denke, es wird ein Riesenthema werden mit Elektro. Ich denke aber wiederum, dass der Bedarf oder beziehungsweise die Ressourcen noch nicht annähernd ausreichen, um die Leute mit Elektro zu versorgen. Mhm. Ich gehe nicht davon aus, dass jetzt in den nächsten 5 Jahren die Verbrenner weg sind. Also dafür wird jetzt gerade noch so viel produziert und gemacht und getan. Die werden immer abgespeckter, die Verbrenner. Die lassen sich immer wieder was Neues einfallen, damit die Kisten gar keinen Spaß mehr machen. Das wird passieren. Ja. Aber das ist... Wie warst du denn der neue C-Klasse AMG bei der Rollen auf 4-Zylinder? Ja, die werden alle so kastriert, die Fahrzeuge. Das heißt ja nicht, dass die nicht funktionieren, aber es ist halt auch nicht mehr cool. Nee. Kommen wir zur nächsten Frage. Wird es neue Hoodies bzw. so wie Windbreaker-Jacken mal geben? Ja, also wir sind ja in der Tuning-Bude und nicht ausschließlich auf Textilien ausgelegt. Wir freuen uns natürlich über alle, die sich, wenn wir Klamotten machen, die sich das kaufen, die damit rumlaufen. Das macht uns auch sehr, sehr stolz drauf. Wir werden dementsprechend auch wieder, also wir haben einige Sachen für dieses Jahr in Planung. Letztes Jahr haben wir nicht so viel gemacht, warum auch immer eigentlich. Erstens hat man mit Autos zu viel zu tun gehabt, dann hat es eben keine Events, wo du es präsentieren konntest. Aber dieses Jahr wird ein bisschen was kommen. Windbreaker ist geplant, sind ein paar Hoodies geplant, sind ein paar T-Shirts geplant. Wir haben schon ein paar Designs, aber wann, wie, wo, weiß ich noch nicht. Einfach mal mega arbeiten und mega Team weiter so. Fand ich cool. Danke. Denke ich aber auch. Also wir sind mal bestrebt, sage ich jetzt mal. Oder anders. Dass das Team funktioniert, wissen wir ja. Also da bin ich auch froh drüber, dass ich das Team habe, dass die alle da so mitmachen und machen und tun und tralala. Die arbeiten, also wir können nicht hexen, es wird immer mal was schief gehen, es wird auch immer mal, es kann mein Fitting, mein Luftfahrwerk undicht werden, es kann diesmal passieren, wir hängen auch in der Technik nicht drin. Aber wir versuchen natürlich auch ganz schön kranke Sachen zu machen,
die so eigentlich so viele Leute nicht machen. Mhm. Also nicht dieses typische Standard, sondern eben halt so ein, ja. Das werdet ihr dieses Jahr sehen, das wird relativ doll. Ja, gut, die nächste Frage. Ist das maschinelle Abdrehen von der Felgennarbe möglich, erlaubt, stabil? In Klammern Einpresstiefe erhöhen. So. Möglich ist es wahrscheinlich schon, oder? Das können wir jetzt mal ganz einfach zeigen. Ja, stimmt, wir haben ja ein bisschen Auswahl hier. Ja, wir schnappen uns jetzt einfach mal eine. Wir nehmen jetzt einfach mal die Fräsenpfanne zum Beispiel. Ich stelle die mir auf den Tisch. Mhm. Jetzt sind sie wieder top dreckig. Also, ich weiß, auf was es hinausgeht. So, Felgennarbe. Hier. Ja. Also, sicherlich. Felge zu breit gekauft, man will jetzt hier ein bisschen was abdrehen, damit die Felge und das Auto passt, denke ich mal, so verstehe ich jetzt die Frage. Man kann das maschinell machen, aber dann nur vom Hersteller. Der Hersteller muss dafür ein Gutachten machen. Dass man natürlich damit auch Stabilität irgendwo verliert, also ich bin da jetzt kein Fan von, weil man muss auch immer eins sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel, je nachdem auch wie breit dieses Loch ist hier, siehst du das? Ja. Du hast ja hier irgendwo Material, womit du das Rad irgendwo an das Fahrzeug dran schraubst. Ja. So, jetzt nimmst du hier noch 5 mm weg von mir aus. Dann hast du noch weniger Material. Ja, ist ja fast gar nichts mehr. Ne? Und du musst ja auch in gewissen Halt, also es ist nicht legal, einfach eine Felge zu kaufen und die dann abdrehen zu lassen. Es ist nur legal, wenn jetzt, also die Felge, die du so bestellst, wo der Hersteller auch ein Gutachten dafür gemacht hat, das ist okay, aber dass du selber oder dass man selber an der Felge rummorkelt, die dann abdrehen lässt. Das wollte ich glaube auch nicht machen. Das geht, also steht außer Frage, aber es ist halt nicht legal. Ne? Nee, das ist klar. Und du verlierst sicherlich irgendwo auch einen Bereich. Also kommt drauf an, wie viel wahrscheinlich man abdreht. Ja? Musst ja sehen, wenn du eine Felge kriegst, viele bauen ja auf, viele fertigen ja Felgen. Also die kriegen so eine Felge als Rohling, bohren die Lochkreise. Also die Firmen, nicht jetzt super. Ja. Und dann haben die, was weiß ich, hier hinten haben die, was weiß ich, so viel Material dran. Ach so. Na? Und dann hinten eben quasi diesen Kern sozusagen abzudrehen. Mhm. Bis zum bestimmten Punkt, wo das es ja alles berechnet dann was alles berechnet wird. Aber einfach jetzt eine fertige Felge zu nehmen und die dann abzudrehen. Wenn du jetzt hier zum Beispiel nur noch 3 mm oder 4 mm Fleisch hättest und dann Radbolzen reinknackst und damit 120 Festjahr lassen. Und dann reißt. Und dann reißt, dann hast du natürlich Arschkarte. Ja. Also so viel zu dem Thema. Wann kommen endlich wieder die alten T-Shirt-Kollektionen, die ausverkauft sind? Gar nicht mehr. Nee, alles, was wir an T-Shirts machen, machen wir auf eine limitierte Auflage. Und wenn die raus sind, sind die raus. Aber es wird auf jeden Fall Neues kommen. Ja. Was ist mit eurem schwarzen Dodge Challenger Liberty Walk passiert? Ich denke mal, der matt-schwarze. Den schwarzen Dodge Challenger Liberty Walk haben wir schon vor bestimmt 4 Jahren verkauft. Da ging irgendwo, ach, ich weiß es gar nicht mehr wohin. Also weiter weg? Ja, ja. Okay. Wie viel Supra MK5 habt ihr schon umgebaut? 4 oder 5. Mhm. Unsere jetzt nicht mit eingeschlossen. Wie seht ihr eure Entwicklung in den nächsten Jahren? Firma plus Projekte. Ich gehe in Rente. Also da muss man ja wieder aus. Es ist jetzt schwierig, das zu sagen. Also Fakt ist, wir wollen so bleiben, wie wir sind. Also wir wollen Spaß an der Arbeit haben. Also Weiterentwicklung weiß ich noch nicht. Also wir sind jetzt eigentlich schon da, wo das ist jetzt so viel, jetzt kann ich stoppern, ja. Wir sind eigentlich jetzt schon da, was ich nie gedacht habe, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wollte damals so einen maximal 3-Mann-Betrieb haben, wo wir unser Zeug machen und gut. Jetzt sind wir hier zu 11. Und wir könnten schon wieder eigentlich wieder vergrößern. Mhm. Aber irgendwo willst du auch eine Notbremse ziehen, weil du willst auch ein bisschen Mensch bleiben. Das ist auch eine ganze Menge Kopfsache dabei. Kopfsache in dem Form von, dadurch, dass wir keine normale freie Werkstatt machen, sondern mit dem ganzen Tuning-Kram hier rumhantieren, hast du auch viel Trödel, viel Probleme, Lieferzeiten, das kommt nicht, das passt nicht und. Also ich denke mal, weiterentwickeln tun wir uns in dem Sinne, dass wir mit den Trends auf jeden Fall mitgehen, dass wir, ob es jetzt Steinschlagschutzfolie ist, ob es jetzt Elektromobilität ist, dass wir uns mit so einen Autos befassen, dass wir alte Autos jetzt mehr auf den Fokus holen, dass wir jetzt noch eine Halle fertig machen, wo wir noch ein bisschen mehr abfedern können. Fahrzeugprojekte mäßig, das ist immer relativ speziell bei uns, weil da habe ich ja nun wirklich einen riesengroßen Dachschaden, muss man ja ganz ehrlich sagen. Das, ich kann euch jetzt sagen, ich plane das und das und das. Das kann sich aber in den nächsten 5 Minuten. 10 Minuten ändern. Ja, du hast jetzt mal mitbekommen gehabt, dass ich von jetzt auf gleich sage, nee, ich will das doch nicht mehr machen, jetzt will ich lieber das machen. Also das ist, aber wie man es halt direkt entwickeln kann ich jetzt leider noch nicht sagen. Das ist immer so ein bisschen formabhängig, sage ich jetzt mal. So. Auto über den Winter auf 0 Bar liegen lassen. Problem? Da streiten sich jetzt die Geister. Wie soll ich das? Ja, pass auf, warte mal. Wo ich jetzt auch noch ein bisschen was? Ja, können wir einfach mal hingehen. Also. Nehmen wir das mal. Wir nehmen jetzt mal einen Dämpfer. Ist das mal, ja, ob das jetzt ein B-Stein oder ob das jetzt ein Airlift-Dämpfer ist. So, jetzt stellen wir uns einfach vor. Ich stelle es mal hin. Ich bin ja zu faul zum Stehen. Ich bin so ein randaler Rambo. So. Theoretischerweise würde ich sagen, es ist kein Problem, das Auto längerfristig auf 0 Bar abzulegen.
Winter, ja. Wenn ich jetzt ein Auto 4 Monate stehen lasse, auf abgelegten Zustand, gehe ich davon aus, dass der Balk, da kommt, geht jetzt komplett zusammen und kann sich immer so ein bisschen über diese Balkplatten drüber drehen. Und das ist nur ein Gummi. Und wenn das dann so verkorkst, vergammelt oder vielleicht auch drin verkeimt oder sowas alles oder festgammelt oder, was heißt festgammelt? Ja, weißt du selber, wenn jetzt... Ja, ja, na, genau. Dass ich das nicht so cool finde. Also ich sage eigentlich immer, aber das ist jetzt nur das, was ich denke. Ich sage immer, wenn man jetzt ein Auto, keine Ahnung, jetzt hier 4 Monate stehen lässt, würde ich ein bisschen Resonanzdruck drinnen lassen, also locker, also dass der Balk nicht komplett hier unter ist. Der Balk krempelt sich ja stellenweise bis auf diese Balkplatte runter, wenn das Auto ablässt. Ja. Und das, denke ich mal, ist jetzt nicht unbedingt die gesündeste Lösung. Ja? Meines Erachtens nach. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, weiß ich nicht. Ich gehe lieber auf die Sicherheitsvariante und sage, lasst lieber mal 1-2 Bar drinnen, dass der Balk so ein bisschen auseinandergefedert ist. Im Endeffekt, wenn der rumsteht, sieht ihn keiner noch meistens wahrscheinlich. Theoretischerweise ist es so. Ne? Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Oh ja. Low-Budget-Tuning-Projekt mit gebrauchten Parts, Golf 4 E36 oder sowas. Low-Budget-Tuning-Projekte haben wir nicht geplant. Weiß ich nicht, kann man bestimmt machen oder sowas alles, aber da habe ich jetzt auch nicht die Zeit für. Oder ja, du bist ja eh nicht so der Typ für, weil wenn, dann wirst du ja immer gleich eskalieren. Ja. Ja. Ist einfach so. Ja, stimmt. Das ist außer Frage. Wir haben noch so ein Projekt in Aussicht, weil wir wollen ja noch dieses Nesca-Projekt umsetzen. Das heißt quasi so, keine Ahnung, so einen alten Ami holen, den auf Nesca aufschneiden und so weiter und so fort. Da würde ich natürlich jetzt keine 50.000 Euro rein versenken. Nee. Das wäre halt so eine Nummer, wo ich Bock drauf hätte. Wir haben ein E36 Projekt geplant. Wir arbeiten da mit LTO zusammen und ja mit einem Kasi... Der Kaiser. Wir werden E36 bauen, haben da auch schon ein bisschen was geordert. Wird aber alles andere als ein No-Budget-Projekt oder Low-Budget-Projekt, weil das doch ein ganz schön hohes Budget-Projekt wird. Mhm. Wird es wieder, wenn es Corona zulässt, euer Sommerfest geben? Piu, piu, piu. David kommt so ein Panzer vor. Ziele auf dich. Du guckst du immer so blöd? Was hast du da? Ne, Alufdämpfer. Was aber aussieht wie eine Bazooka. Aber die hält man nicht so, die Bazooka, weil da schabelt sie nicht jeden weg. Wieso guckst du so blöd? Oder das ist ja so ein Ghostbusters, so ein... Ghostbusters. Was? Ja, so ähnlich. Ach, David. Ja, Sommerfest, wenn es Corona zulässt. Gerne. Ja. Gerne. Also Sommerfest ist ja für uns eigentlich, wie schon gesagt, so eine chillige Variante, mal alle also mal auf Platz zu holen. Es ist für uns eigentlich Stress, weil Sommerfest ist ja schon immer so eine Veranstaltung gewesen, wo wir gesagt haben, wir wollen damit auch kein Geld verdienen, werden wir auch nicht machen. Wir müssen natürlich Eintritt nehmen wegen... ja, klar. Ja, aber wir machen das immer in Form von Gutscheinen. Achso, und diejenigen, die das nicht kennen, also Sommerfest ist einfach ein chilliges Fest hier auf der Firma. Wo alle Leute hierher kommen können ihre Autos hinstellen. Kein typisches Treffen eigentlich. Nee. Sondern ein bisschen abhängen, ein bisschen Mucke hören, abends ist auch mal ein bisschen Party, ihr könnt im Laden rumwackeln, wir können bei euch trinken, fahren, essen. Trinken, essen. Also jetzt einfach so ein cooles Ding. Und da haben wir eben mal gesagt gehabt, alles, was wir an Einnahmen machen, das spendet man dann irgendwo. Und da haben wir uns mal alle kennen, ihr wisst, was wir alles so machen und die uns vielleicht auch nicht leiden können. Und da stehen sogar ganz schön kranke Autos dabei. Es stehen immer gute Autos dabei, ein paar Kumpel zu mir kommen. Ja. Also wir hoffen, dass wir es machen können. Also sollte es die Möglichkeit geben, werden wir es sicherlich durchziehen. Ja, so und jetzt zur letzten, ist keine Frage, einfach weitermachen. Bist du mal einfach gesagt, wie gemacht. Aber das versuchen wir auf jeden Fall. Und wie schon gesagt, dieses Jahr habe ich ja selber Angst davor, was passiert. Ja. Weil so viel krassen Scheiß wollten wir eigentlich, haben wir eigentlich bis jetzt noch nicht gemacht. Ich frage mich sogar selber schon, wie wir das eigentlich alles schaffen wollen. Das kannst du nicht schaffen. Also ohne das jetzt wirklich, ihr müsst immer eins sehen, weitermachen. Wir machen auf jeden Fall weiter, wir versuchen, solange wie wir das machen können, haben wir auch Spaß an der Arbeit und versuchen da durchzudrehen. Wir wollen euch, wie gesagt, auch das Maximum zeigen. Wir werden nicht das Maximum bei allen Fahrzeugen schaffen, weil wir müssen natürlich aber auch noch normale Kundenprojekte betreuen. Das heißt, wir haben zwei Sachen. Wir spielen quasi nicht den ganzen Tag nur in internen Autos rum. Das ist alles geil und krass und guck mal, was die gemacht haben. Sondern wir müssen natürlich auch die Kundenfahrzeuge abarbeiten. Ne? Das heißt, da kommt der her, wollte was gemacht haben, hat das natürlich, ist das vorrangiger, wie jetzt eine Supra zu zerschneiden. Ja, ja, klar. Ja, aber vielen Dank dafür und wir versuchen natürlich unser Bestes. Das war's. Gott sei Dank. Reicht ja auch, oder? Ja. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Video. Macht's gut. Tschüss.